Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim. Wir sind immer noch dabei, dieses eine Dorf zu looten. Und ich entmute mich und es geht direkt los. So, dann kurz noch was futtern hier. Holz habe ich dabei, also ich werde uns dort jetzt auf die Schnelle erstmal zwei Betten bauen. Dass wir die anklicken können, dass wir halt auch immer direkt dort spawnen. Okay. Wobei, warte mal, wir haben doch das Portal, oder? Das ist ja, ja. Connected. Dann habe ich jetzt ist eigentlich egal. Umsonst Holz mitgenommen. Was hattest du alles in deinem Grab drin? Oder in deinem Inventar? Alles? Ja, was heißt denn alles? War, keine Ahnung. Was kommt denn voll? Blut, mein Zeug. Ja. Dein Inventar war komplett voll. Es war komplett. Bist du schon wieder drin durch? Ich bin gerade an deinem Grab. Klar. Ja, war da. Ich bin ja eh hier. Ja, das war komplett voll, weil weil die Kiste ja auch voll war. Ich musste ja das ganze Zeug im Inventar behalten. Warte, bleib da, wo du bist. Ich hab das Wichtigste gerade dabei. Ich stehe doch neben dir. Lass es doch einfach da im Grab. Oh, dann sag das doch, dass du neben mir stehst. Habe ich gesagt, dass ich hinter dir bin und komme. Ja, und habe ich gesagt. Wenn die jetzt hier ankommen und dich klatschen, ja. Tun sie nicht, solange du da nicht hingehst. Das und das. Müsste alles gewesen sein. Ich habe nur noch ein Met, mein Schlüssel, Rauch Essen da. Und ja. Toll. Was? Du hast gesagt, raus da. Jetzt ist alles weg? Nee, ich hab's. Oh. Aber ich hab nicht zugegriffen. Frag mich nicht. Hier ist einer. Ich habe halt null Pfeile. Ich mache. Ich versuche mich jetzt mal ins Grab zu schleichen. Ich glaube nämlich, hier pümmelt der Elite gerade rum. Sind alle Elite. Aber genau das wollte ich doch. Scheiße. Ich habe das Holz nicht mitgenommen. Ich könnte doch die einbauen. Hat beim letzten Mal auch nicht super funktioniert, weil die einfach das Ding trotzdem kaputt machen konnten. Weil das hier alles schon beschädigt ist. Ich sehe da ehrlich gesagt auch gar keinen. Achtung! Ike, da läuft gerade ein Idiot zu dir hin. Ja, ich sehe es. Wow, Schleichen Stufe 7. Erst? Ja, ich bin noch nie das hier rumgeschlichen. Könntest du den, der an meinem Grab ist, vielleicht mal abschießen? Du hast ja Pfeile. Warte mal. Versuch das klug anzugehen, wie in Arktik festzubuggen. Der haut schon wieder ab, glaube ich. Ja. Achtung, hau ab, Dalk. Ja, ich hab's gesehen, er ist auf mich aggro. Halt dich links, Ike. Rechts ist noch einer. Der jetzt auch auf die Hacke ist, scheiße. Der hat sogar einen Stern, der ist ein Ticken stärker. Oh, noch hab ich Ausdauer. Hey, wo ist... Jetzt. Ich hab jetzt hier einen weggelockt. Ich hoffe, das ist der Schwächere. Nicht. One hit! Och Mann, ey!
Vor allem, Ike, du hast bei mir doch all dein Zeug an. Was willst du von diesem Scheiß gerade noch? Da ist noch Loot drin, da sind Pfeile drin und diverses anderes Zeug. Also, Darko, hä? Du kannst doch nicht nur davon ausgehen, dass ich Rüstung und Waffen wieder haben will. Natürlich nicht, aber ich hätte das oder ich würde das anders angehen. Ich würde dann, wenn man das Zeug hat, was man zum Kämpfen braucht, erstmal die Typsis erledigen und verhindern, dass die spawnen. Dann mach die Spawner kaputt. Dann mach die Spawner kaputt. Stell dich vor die Häuser und schieß mit den Pfeilen rein. Ja, komm da ja nicht hin allein. Ja, deswegen, wir müssen mal uns absprechen und nicht einfach drauf los. Das bringt halt nichts. Darum geht's mir halt gerade nur. Helfen mit der Faust. Und ja, bei dem Grab ist noch der andere Idiot. Ja, deswegen warte ich hier gerade. Oder? Ich sehe ihn halt nicht. Ich bin hinter dir, brauchst das Grab nicht öffnen. Ich sehe den Typ hier halt noch nicht. Nee, der kommt gerade da den Berg hoch hinter uns. Der rennt dem Hirsch hinterher. Ich hoffe, der bleibt jetzt aber auch dort. Oh, hier unten ist noch so ein Elite-Futzi. Hey. Ach, da. Oh, Scheiße, das ist ja mitten in der Mitte. Da ist übrigens noch einer gespawnt gerade. Sind jetzt zwei, ich weiß noch nicht, welche davon. Oh, der hat Pfeil und Bogen hier. Wir haben beide Pfeil und Bogen. Oh, Fing. Das war nicht beabsichtigt. Wo ist das Schild? Kümmerst du dich gerade um ihn? Nein, ich weiß nicht, wo der ist. Da sind insgesamt drei. Ich lenke hier halt wieder ihn ab, der Pfeil und Bogen hat. Und das ist sogar einer, der einen Stern hat. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass Pfeil und Bogen nichts bringt. Dass das Schild nichts bringt gegen Pfeil und Bogen. Doch, ich kann gut blocken. Ich krieg nur 0,8 Schaden dadurch. Bei mir sind zwei Typsis, ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen soll. Ich sehe sie, das sind die gerade den Berg hoch sind, oder? Nee, Wasserseite. Okay. Ich lauf gerade wieder zum Berg hin. Ja, weil hier beschäftige ich den Typsi mit Pfeil und Bogen, den Ehen. Hast du Pfeil und Bogen? Nee. Ich beschäftige den eben hier. Scheiße, ich rutsch da schon wieder runter. Fuck you, ey! Aber in das Grab komme ich einfacher ran. Das allemal. Da
mache ich jetzt Kamikaze-Renne durch, hol mir erst das mittlere Grab. Ja, du kannst ja auch, ist da genug drin, dass du dein Inventar nicht voll überladen ist, weil dann kannst du ja wirklich alles auf alles nebenklicken. Ja, ja, das im mittleren, da ist nicht so viel drin. Nee, nee, die Hälfte davon hat sich ja schon aufgesammelt bei mir. Ich weiß halt echt nicht, wie ich die Spawner kaputt machen soll. Also, ich habe das halt, wie gesagt, so gemacht, dass ich die Häuser dicht gebaut habe, weil die Wände haben dann volle Durability. Und dann kannst du halt gemütlich eine Wand offen lassen. Die kommen ja nicht durch, wenn es nur eine Wand offen ist. Nach oben zu. Wenn zwei Wände nach oben sind, muss die obere halt dicht sein. Ansonsten, die sind halt zwei Wände hoch, sage ich jetzt einfach mal. Und bei einer Wand reicht das vollkommen aus. Achtung, Ike, die fangen an, auch Akku auf dich zu sein. Bogenschütze schießt jetzt. Okay, nur ein Bogenfutz, sie verfolgt dich. Ich komme dir mal gleich entgegen. Nee, keiner. Mich verfolgt gerade keiner. Sind allein jetzt schon wieder 5 Leute, die da sind. 6. Das kann man echt vergessen. Kann man eigentlich von hier aus einfach mit dem Bogen die Dinger vielleicht reinschießen? Aber versuch ich mal bitte nicht auf dich Aggro gerade zu machen. Ich schleich gerade zum Grab. Ja, ich mach nicht. War nur eine Frage, ob das geht. Im Haus, also rechts von deinem Grab im Haus, ist ein Typ. Ich weiß nicht, ob der rauskommt. Warte. Hab alles. Ich hab alles und ich hab noch deinen Schlüssel im Übrigen, sehe ich gerade. Ja, den bräuchte ich dann auch wieder. Da ist der Umhang. Ich habe halt noch 37 Brandpfeile und 17 normale Pfeile im Gepäck. Ich habe 22 normale Pfeile. Also ich kann dir die 17 normalen Pfeile geben. Komm mal kurz zu mir. Was mit Adapter? Da und da ist auch gleich dein Schlüssel. Da unten das Haus ist komplett leer. Wir müssten eigentlich an das Haus als nächstes gehen. Neben dem, wo ich gestorben war. Dazu brauche ich nur kurz ein bisschen Holz. Ja. Holz. Drei. Ich habe 10 Holz, das reicht für eine Werkbank. Und jetzt noch ein bisschen was für eine Wand und dann geht das schon. Aber warte mal, die haben doch irgendwie deren Wände selbst kaputt gemacht. Ja, aber die waren ja schon extrem gedämmt. Oh lol, ich sehe schon so ein Flabbervieh aus dem Dschungel. Ja, aus dem Sumpf. Guck mal nach da unten. Zum Wasser. Oder was hier hochkommt. Ja gut. Jetzt können wir natürlich das eine Haus auch vergessen. Wenn da so ein Flabbervieh ist. Wollen wir erstmal zurückgehen und alles abladen, was wir jetzt überhaupt nicht mehr brauchen? Mir egal. Ja gut, ich habe noch 5 Slots vorbei. Ich 2. Unterwegs noch das einsammeln, was hier rumliegt, wenn es wichtig ist.
Wir müssen halt nur aufpassen, dass hier nichts kaputt gemacht wird. Wenn die das Portal schrotten, sind wir am Arsch. Was heißt, sind wir am Arsch? Dann darf wieder einer herlatschen. Ich muss unbedingt mein Zeug halt reparieren. Hast du das Holz jetzt mitgenommen? Ja, du bist ja ich hab gerade zum Polter eingelaufen. Ja, aufgesammelt aus. Jo, das ist gut. Das kann erstmal wieder in die Kiste rein. Auch das Holz? Ja. Da können wir uns gleich noch mal hinlegen. Ja, da können wir uns gleich hinlegen. Das, der Met dahin, der Schlüssel dahin. Ich hol kurz ein Holz für Schlafen. Wir können uns hinlegen. Dann sind wir wenigstens ausgeruht und die Ausdauer geht schneller wieder voll. Nimmst du eigentlich auf die ganze Zeit? Ja, seit 16 Minuten. Okay. Ich habe unseren Streit auch aufgenommen. Es war eine kleine Diskussion. Wo der Dark wieder laut wurde. Das ist immer ja, so. Du wirst immer laut mir gegenüber. Was ist jetzt zu einer Mimose? Nee, ich heiß nicht. Sicher? Ja. Wo kommen Samen hin? Habe ich hier drüben in der Essenskiste nicht gefunden? Doch ganz hinten oben in den Essensregal. Ganz unten sind Baumsachen. Nein! Oh. So. 1, 2, 3, 4. Dako? Ja, warte. Da. Feuerpfeile? Ja. Wie gesagt, wir haben genug an Ressourcen davon. Du gehst ja immer schön Federn farmen. Nee. So, alles repariert. Geschlossen. Also Federn habe ich ehrlich gesagt nicht gefarmt bisher. Du tust die Vögel abschießen. Nö. Hast du aber mal eine ganze Zeit lang gemacht. Nö, weil ich die nicht immer, weil ich die zu selten treffe. Wo bist du? Hinter dir. Warte. Nein, das wollte ich nicht. Nimm das mal auf. Gesundheitsregeneration. Ich habe gar nicht so viele Hotbar-Plätze. Gut, Hammer, du musst weichen, dich brauche ich eh nicht. Genau, so. Hast du noch Ausdauer mehr? Du könntest mir 2 Stück geben. Ja, kannst gerne 4 haben. Ich muss mir eh gleich noch Fleisch besorgen, das geht ja so schnell. Ja. Danke. So, dann. Achso, das dahin.
Also. Und dann versuche ich nochmal mein Glück, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hast du da überhaupt für ein Cape? Re-Cape. Das ist schwächer als das, was du hast. Allerdings ist das auf der Stufe 3 schon abgegradet. Ja, okay. Weil das zur Bronze-Rüstung passt. Ich müde mich kurz. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.